Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review und heute gibt's wieder Zombies. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Und das Cover lässt schon Böses erahnen, aber bevor ich loslege, aufpasse. Spoiler. Welche Ausgangssituation haben wir also? Der Band 25 setzt im Prinzip genau da an, wo Band 24 aufgehört hat. Die Flüsterer haben eine Menge Leute getötet, unter anderem Ezekiel, Michonnes Freund, die ist natürlich am Boden zerstört. Und selbst Rick ist ziemlich hilflos und kann im Prinzip mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen. Und da fängt es langsam an zu kriseln. Denn nach Michonne zweifelt auch langsam sogar Maggie an Ricks Führungsqualitäten. Und die geraten heftig aneinander. Es endet im Prinzip in einer Schlägerei. Auch wenn sie sich am Ende vertragen. Aber trotzdem, da spürt man schon langsam, da brodelt es in Alexandria. Und schon auf den ersten paar Seiten hat mich die Geschichte richtig begeistert und in den Bann gezogen. Ich muss zugeben, ich habe ja an einem Abend durchgesuchtet. Die Geschichte lässt einen einfach nicht los und man merkt richtig, wie unsere Gruppe in Anführungsstrichen langsam zerbröselt. Und die Spannung und Intensität dieser Story nimmt wirklich von Seite zu Seite immer mehr zu. Es gipfelt dann darin, dass Karls Freundin in Sicherheit gebracht werden muss, da sie ja früher zu den Flüsterern gehört hat und die Tochter der Anführerin ist. Und die Leute im Prinzip wollen Rache, ganz einfach und simpel, und wollen sie dazu benutzen. Und auch wenn Maggie und Michonne immer noch hinter Rick stehen, genauso wie Jesus und Eugene, sieht es bei dem Rest der Bewohner ein wenig anders aus. Da kriselt es gewaltig. Rick verliert sehr schnell durch seine Entscheidungen an Einfluss, an Vertrauen und an Macht. Denn die Bewohner werfen ihm praktisch vor, nicht zu handeln und zu zögerlich zu handeln. Er will erstmal besonnen reagieren, hat aber auch andererseits wirklich, ja, man muss sagen, Angst, denn er weiß nicht, wie er mit dieser Situation fertig werden soll. Aber die Bewohner wollen sofort handeln, unbedacht. Und da gibt es auf jeden Fall Reibereien. Und da begeht Rick eigentlich, ja, meiner Meinung nach, einen Riesenfehler. Und diesen Fehler werden wir bestimmt im nächsten Band zu spüren und zu lesen bekommen. Denn Rick, man kann es kaum glauben, holt sich Rat bei Negan. Was sagt er ihm? Im Prinzip ist es so, ja, er soll die Bewohner anlügen. Wie das dann aussieht, ja, das kann man jetzt nur am Ende des Bandes erahnen. Im Prinzip gibt er den Bewohnern das, was sie wollen. Eine Vorbereitung auf einen Angriff. Er will nämlich eine Armee aufbauen und diese dann nicht nur zur Verteidigung nutzen, sondern zur Offensive und zum Angriff. Das beruhigt soweit die Leute, aber man kann auch nicht absehen, wohin das führen wird. Und das letzte Panel ist nämlich sehr interessant, denn das schelmische Grinsen von Negan, ja, ich glaube, das spricht Bände. Ja, und alles in allem muss ich echt sagen, eine klasse Story. Also wirklich kurzweilig und sehr schnell durchzulesen. Ich werde den Band auf jeden Fall nochmal lesen, denn ich habe selten, glaube ich, einen Comic so schnell durchgelesen wie diesen hier. Und ich kann... Im Prinzip kann ich es kaum erwarten, den nächsten schon in die Finger zu kriegen, aber dann müssen wir ja noch ein halbes Jahr warten und das ist ja schlimmer wie in der Serie eigentlich. Das war's auch schon von meiner Seite aus. Schreibt doch unten in die Kommentare, wenn ihr den Band auch gelesen habt, eure Meinung. Würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten Daumen hoch natürlich, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Da geht's zu den Comics, da zu den Collectibles. Ich bin euer Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.